Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zur neuen Folge bei Metal 2. Wir stehen hier mit den Bots drin und wir haben folgendes Equipment dabei, also nichts Besonderes, so wie letztes Mal. Und auch die Talente wie letztes Mal. Und die Idee ist, dass wir alles mit Dolch fertig machen und Panzerung und so dann halt mit dem Bolt-Staff aus der Entfernung. Ob das gut geht, werden wir sehen. Aber was ich hier herausgefunden habe auf der Map, am Anfang gibt es ab und an mal eine Bombe. Aber erstmal holen wir hier die Gegner schön von hier weg. So, vielleicht können wir den Chaos Warrior hinten noch einen schönen Kopfschuss geben. Na, der erste hat nicht getroffen. Ja, noch ein, dann müsste jetzt auch weg sein. Okay, gut, gut. Hier ist noch ein Mauler, der hier schön am Boden liegt, weil Elgi den hochgeholt hat. Aber, naja. Und hier gibt es manchmal eine Bombe. Manchmal. Ich habe da auch schon Kunst gesehen, wo ich es davor mal gespielt hatte. Weil ich wusste auch nicht, dass es da oben eine Bombe oft gibt, wenn ich ehrlich bin. Wie hat zum Henker hat das jetzt hier nicht getroffen, wenn ich ehrlich bin? Das ist eine gute Frage. Das ist einfach so durch den durchgeflogen. Okay, gut, gut. Irgendwo da hinten ist ein Storm. Den können wir relativ flott wegholen. Dann werfen wir mal den Rest hier auf die Dingens, hier auf die Mauler. Und wir gehen wie immer relativ vorsichtig vor. Das heißt, bei der Welle warten wir mal ein bisschen, vor allem wenn wir mit Bots hier sind. Und sobald wir keine Welle haben, snipen wir hier so gut es geht alles Mögliche vorne weg. Und dann geht es immer ein bisschen nach vorne. So, wir gucken mal, dass wir den Leech hier schnell bekommen. Jawohl. Hier ist irgendwo eine Hookrate. Eine Hookrate, ja doch, eine Hookrate, stimmt schon. Ich komme jetzt hier gleich ums Eck gebogen. Ist nur einer, sind das zwei? Es ist nur einer. Okay, gut, gut. Dann sagen wir mal schnell Hallo. Oh, wir haben einen Warrior Priest dabei, sehr nice. Ich habe unserem Warrior Priest Bot kritische Schaden gegeben. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so genial war. Aber es macht Spaß, muss ich sagen. So. Können wir hier irgendwie was wegholen? Nee, sieht nicht so aus. Oh, nein. Oh, Doppelmauer hier. Was sind das hier? Da komme ich ja hier gar nicht durch. Oh, nochmal eine Mauer. Sehr nice, dass LG hier so viele Mauern hingestellt hat. Gehen wir schnell nach hier hinten. Und dann warten wir mal, bis hier alles aus der Ecke kommt. Und holen wir hier so gut es geht. Also holen wir so alles weg hier so gut es geht. Okay, nice, nice. Irgendwie haben wir es geschafft. Wir haben nur LG-Bot verloren. Mit nur, meine ich, ein bisschen viel, aber naja. Das passt schon. Viel besser geht's halt hier nicht. Und ja, ich muss sagen, LG-Bot ist halt auch so manchmal richtig gut, manchmal wie jetzt gerade. Ein paar Mauern setzen und dann sterben. Okay, nice. Victor hat auch eine Bombe. Wir nehmen das Fass mit, weil vielleicht nutzen wir das noch. Wäre auf jeden Fall keine schlechte Idee, muss ich sagen. So. Erstmal haben wir hinten noch die Rattling weggeholt. Sehr schön. Dann hier den Stormwürmen. Dann den Leech. Dann noch den Mauler. Vielleicht könnte hier ein Monster oder sogar ein Dingens kommen. Dann, wie heißt so schön? Eine Patrouille. Aber weil wir schon hier Chaos Warrior und so haben, bin ich mir da nicht so ganz sicher. So, aber ich treffe den guten Chaos Warrior auch nicht. Aber Victor dafür. Dafür treffe ich Victor richtig gut. So. Na, mein Aim ist halt ein bisschen off, aber viel besser wird es gerade nicht. So. Dann nehmen wir mal das Fass hier mit. Wenn wir da unten drinnen stehen, können wir das auf jeden Fall gut benutzen. Oh, nicht ins Loch fallen. Gibt es hier unten im Loch irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Ist das reingefallen? Irgendwas habe ich auch gerade da fallen sehen. Aber nee. So, wir werfen das Fass mal schön hier runter. Und dann holen wir hinten die Rattling weg. Können wir nochmal ein bisschen... Naja, okay, wir können noch keine schnellen Angriffe machen. Oh, ich möchte hier noch nicht runter, wenn ich ehrlich bin. So, aber vielleicht kann der Schild hier ein bisschen Zeug wegholen. Und dann können wir hier mit unseren Feuerblitzen ein bisschen reinfeuern. Okay.
noch Blake Monks hier schön wegholen. Oh, hier ist Feuer natürlich hinter uns. Oh. So viel zu hier schönes Feuerpass nutzen. Na okay, jetzt ist natürlich erstmal wieder hier komplett fertig. Beziehungsweise verbraucht schon. So. Ich bin heute noch nicht in Topform, man sieht's. Eine der letzten Folgen waren ja richtig gut. Ich bin jetzt hier alleine hinten, das ist in Ordnung. Dann holen wir mal hier schnell alles ein bisschen weg hier. So. Ich hatte es ein bisschen überrascht, dass der zweite Schwere nicht genug war, um den Assassin hier gerade wegzuholen. Müssen wir da wirklich dafür einen kritischen machen? Das wäre schon ein bisschen komisch. Auf jeden Fall muss ich aufpassen, dass ich hier Ellie nicht wirklich oder so treffe. Ist so die Idee. So, dann holen wir schnell noch den Mauler hier weg. So, jawohl. Bisschen weggehen hier. Ellie steht in uns, sonst treffen wir die wieder. So, dann den Stormwurm hier wegholen. Vielleicht sogar mit dem Kopfschuss. Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Ja, mit dem Ballstaff sind die relativ schwer auf den Kopf zu treffen, wenn sie im Rücken allein stehen. Aber das kann man bei Dingens ganz gut. In Vermintide 1, bei dem Langbogen, kann man das richtig gut. So. Ich werde jetzt hier einfach nur Balls reinschießen in den Troll, bis er hier bei uns ist. Wir müssen ein bisschen abkühlen, sonst wird es hier nichts. Okay, ein bisschen aufpassen jetzt hier. Okay, sehr schön. Wieder ein bisschen abkühlen. So, ein bisschen aufpassen. So, jawohl. Wir können aber ein bisschen hier kleine Angriffen jetzt hier rein. Ja, machen wir ein bisschen kleine, warum nicht? Warum nicht, bis ihr jetzt gleich hier zu Dingens geht, zum Grunde, genau. Und jetzt nochmal hier ein paar Bolts rein. Ah, es klappt. Oh nein, der kriegt wieder so viel Leben zurück. Ah, vielleicht hätte ich die Bombe nochmal einsetzen sollen. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee gewesen. So. Naja. Wir machen einfach den hier, so gut es geht. Oh. Wir werden hier erstmal schön noch von der Seite getroffen. So. Aber so gut wir können, schießen wir hier auf den Troll mal drauf. Ich würde gerne die Dingens da hinten auch wegholen, aber es geht gerade schlecht. Die Feuerratte da. So. Aber naja. Ist nicht so schlimm, wenn es gerade nicht geht. So, komm schon. Bisschen kritische Treffer. Ja, wir machen halt kaum Monsterschaden mit unserem Dagger. Mit den Schwärmen machen wir ein bisschen mehr, aber auch nicht umwerfen viel. So, komm schön hinter uns her. Unser Schädel ist einfach verschwunden in dieser verdammten Hecke von LG. Das ist aber komisch. So. Okay, ich bin ehrlich. Ist vielleicht eine gute Idee, mal eine Bombe da auf den Troll zu werfen. Und nochmal eine hinterher. Wenn wir schon zwei haben, müssen wir die auch nutzen. So. Aufpassen vor seinem hier Puke jetzt gleich. Oh, wir machen echt relativ wenig Schaden, weil wir nicht wirklich kritisch Treffer gerade bekommen. Elgi hat es leider erwischt. Wir können da hinten vielleicht den Dingens wegholen. Ne, können wir nicht. Oh, ein Stärketrank. Okay, der wird uns helfen. Okay, ich habe folgende Idee. Jawohl. Und jetzt hier einfach den so wegholen. Ja, einfach jetzt so. Ja, ich bin ehrlich, die leichten Angriffe sind echt schlecht. So, und ich treffe auch nicht wirklich gut heute. Oh, wir haben einen interessanten Spot hier oben. Wir müssen aber hier mal schön weg. Oh, 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 so viel dazu. Nice, nice. Ja, wir haben nicht wirklich den Damage gegen den Troll. Wir sind gut gegen Plague Monks. Das muss ich uns lassen. Aber wir sind schlecht gegen Panzerungen auch. So. Aber im Normalfall kämpfen wir ja auch nicht alleine. Im Normalfall haben wir auch ein Team dabei, was uns ein bisschen hilft. So. Und nicht nur hier so Elgibot. So. Der ist jetzt gleich endlich mal down. Jawohl. Vielleicht treffe ich auch noch mal ein bisschen besser mit meinen letzten Bolts. Nee, sieht nicht so aus. Ich muss abkühlen, sonst explodiere ich. Oh, verdammt. Okay, gut, gut. Ja, mehr Kopfschüsse machen, ganz wichtig hier beim Troll. Aber so gut wie ich heute ziele, wird es eher nichts. Naja. Wir haben es geschafft. Mit Mühe und Not.
Das Problem ist, wir können immer noch zwei Patrouillen oder ein Monster auf jeden Fall noch bekommen. Also entweder zwei Patrouillen, vielleicht auch nur eine Patrouille, vielleicht aber auch noch Monster und eine Patrouille. Irgendwie sowas können wir noch bekommen. Das ist ganz, also relativ wahrscheinlich, muss ich gestehen. Ah, hier baden kann, dann Dingens mitnehmen, den Folianten. Und wir können uns nochmal hier umsehen, ob wir vielleicht noch irgendwie einen Trank oder so bekommen. Manchmal gibt es ja hier unten irgendwo einen Trank. Auf jeden Fall gibt es hier eine Hochratte. Und ein paar kleine. Ah, okay, die ist schon weg. Sehr nice. Dann werfen wir mal das Fass runter. Oh, ich habe den Sprung nicht. Na, ich hätte anders springen sollen. Naja, das ist jetzt zu spät. Da komme ich nicht mehr lang. Aber wir können jetzt Elgi mal schnell hochholen. Und vielleicht nochmal die... Okay, die Hochratte habe ich nicht getroffen. Und hier hinten gibt es leider auch nichts. Das Dingens habe ich hier nicht mitgenommen. Das, das Grimoire, das lasse ich da auch mal liegen. So, wir können die Black Monks vielleicht... Ah, ich habe das Boot getroffen. So, aber den einen kann ich hinten wegholen auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Und ja, irgendwo ist ein Assassine. Ich bin mir nicht so sicher, wo. Aber naja, wir schicken mal den Schädel irgendwie da raus. Oh, da hinten war der Assassine gewesen bei unseren Mates. Okay, ein bisschen Gas geben jetzt. Irgendwo da ist die Gasratte auch noch. Sehr nice. Ich gucke ganz gerne nochmal nach hier, um vielleicht eine Bombe oder so mitzunehmen. Aber leider gibt es da nichts. Wir hatten ja auch schon... Ich glaube, wir haben nur eine Bombe bisher gefunden. Eine einzelne. Das ist ein bisschen schade. Aber naja, kann ich nicht ändern. Vielleicht gibt es hier nochmal eine Bombe drin, ne? Oh, ich möchte das Fass hier gerade nicht treffen. Ah, okay, so viel dazu. Dann hat Kuba das getroffen. Wir sollten hier reingehen. Ist mit die bessere Idee gerade. So, schnell noch den Stormwärmen hier wegholen. Hinter uns die Mates schaffen das. Wir kümmern uns ein bisschen um die Seite hier. Okay, sehr nice. Aufpassen hier. Schädel reinsenden. Irgendjemand hat schon den Stormwärmen, glaube ich, hinten weggeholt, den wir gerade vorbei gehuscht sind. Oh, irgendwo ist nochmal ein Stormwärmen. Ja, da ist einer. Okay. Nochmal hier schön ein paar schwere Angriffe rein. Okay, haben wir irgendwie noch überlebt? Ich push mich mal hier so ein bisschen durch. So. Und dann lasse ich die Redling hier auch mal ein bisschen kleines Gedöns wegholen. Ist, glaube ich, keine schlechte Idee. So, okay. Redling ist auch weg. Sehr schön. So, dann sind wir gleich schon auf ungefähr halber Strecke. Und irgendwo springt auch eine Hookratte rum. Und der Schädel trifft es natürlich nicht. Weil er überall abbounced. Sehr nice. Aber naja, ist in Ordnung. Auch hier ist noch ein lila Trank für irgendjemanden. Ich nehme nochmal den Stärketrank mit. Nicht, weil ich unglaublich gut mit dem Stärketrank bin, aber weil ich den vielleicht ein bisschen besser nutzen will als beim Troll diesmal. Die Leichtangriffe waren echt nicht besonders gut. Nur Kopfschüsse wären vielleicht gut mit den leichten Angriffen. Das könnte sein. Oh, es regnet hier auch noch. Nice, nice. So, ein bisschen Kunst gibt es hinten in der Ecke auch noch. Sehr nice. Hier ist noch ein Assassiner. Okay, sehr schön. Und jetzt haben wir nochmal die nächste Welle. Nice, nice. So, dann gucken wir, dass wir den vielleicht den Chaos Warrior raussnipen können. So, nee. Sieht nicht gut aus. Sieht überhaupt nicht gut aus. Dann gehen wir hier in Nahkampf. So gut, wie ich gerade treffe, ist vielleicht die beste Idee. Oh, hier sind auch noch mehrere Mauler. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Und von hinten müssen wir natürlich auch aufpassen. Wir machen folgendes. Wir holen den Assassinen hier weg. Und schießen ein paar Balls hier rein. Auf. Wir können auch ein paar Leichtangriffe machen. Ganz ehrlich, wie viele Mauler das jetzt gerade hier wieder sind. So. Okay, der Bolt war leider zu langsam, um den Warp-Fight-Wall zu treffen. So. Der hat aber getroffen, sehr schön. Dann können wir die hier ein bisschen so ärgern. Oder so können wir die auch ärgern in sich. Aber dann müsste ich auch mehr Kopfschüsse dafür machen. Naja. Aber ich glaube, die Balls sind ein bisschen besser, weil die halt anzünden.
Und unsere hier Dingens machen das halt nicht. Unsere, wie heißen die so schön? Unsere Dingens hier. Zünden die eigentlich an? Ich glaube nicht, nee. Das sind nur unsere hier Dingens. Nur unsere kleinen Balls. So. Ah ja, ich tue mir heute echt schwer, hier wirklich gut zu treffen. Das ist vielleicht ganz gut, dass wir hier nicht wirklich Taten oder so spielen. Okay, gut, gut. Dann gehen wir mal nach hier. Ja, wirklich viel kommt aber jetzt hier auch nicht mehr. Ah, aber vielleicht kriegen wir gleich nochmal einen Monster oder so. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da müssen wir noch ein bisschen aufpassen. So, da unten ist ein Leech. Nice. Oh, da hinten hat Baden gerade zwei weggeholt. Sehr nice. Und ich habe gesagt, ich bin frech heute, wie die letzten Folgen auch. Deswegen machen wir mal hier einen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.